Gib es mir doch her. Gib Es her. gibt nichts, worüber ich im Moment. Ich will die Schlaufe. Ich komme nicht. Hä? Klar kommst du daran. Frag ihn doch einfach danach. Es gibt. Ich komme nicht. Schlaufe, Schlaufe, Schlaufe. Raus und sprechen mal mit Duane. Duane, Duane, hallo, hallo, Duane. Ich werde jetzt mit dir reden gehen. Ich finde das einfach schön. Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Sitzt der da auf dem Skateboard? Ist mir gar nicht aufgefallen. Leider keine Beine. Er hat keine Beine. Oh, ich dachte, der Ich sitzt habe einfach noch. nichts mehr zu sagen. Ich dachte, der sitzt dann, oder hat der Beine? Ich weiß es nicht so genau. Aber warum sitzt er da noch auf dem Skateboard? Da! Ich würde dich da gerne rausholen, mein Freund, aber. Ich komme nicht an die scheiß Schlaufe. Ich habe auch nichts, was irgendwie mich verlängert oder sowas. Aber was logisch wäre, das Ding habe ich nicht wirklich viel länger, oder? Ne. Rede. Erzählt mir etwas über den General. Ihr wisst schon, der Großmufti hier. Wir lieber nicht reden von ihm, Senor. Wieso nicht? Niemand kann euch hören, nur die alte Ziege. In Karamonte, wir haben Sprichwort. Du nicht erzählen deiner alte Ziege, was deine Frau nicht soll wissen. Und was bedeutet das? Ich nicht weißen. Nicht weißen finde ich gut. Oh, guck mal, das ist ein Plakat. Kann ich das mitnehmen? Oder tötet mich dann die Ziege? In Karamonte ist es wahrscheinlich ein Schwerverbrechen, Plakate zu bemalen. Das ist ein Bildnis von La Presidenta. Schön. Ich mag ja die meisten Tiere, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, bei Ziegen vorsichtig zu sein. Und bei Katzen. Und bei Hunden. Bei Katzen? Wieso bei Katzen? So Es gibt hilft. sonst nichts weiter zu. Eine Bergbaugesellschaft verwendet doch Sprengstoff, oder? Nicht in der Rechnungs- und Personalabteilung, soweit ich weiß. Okay, schön. Schön. Warum auch nicht? Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder finden könnte? Klar, in dem Schrank hinter der Chefin. Sie wird Ihnen bloß keinen geben. Ich benutze einfach meinen Charme. Das muss ich mir angucken. Ja, das ist eine Powerfrau da vorne. Ich suche einen Sprengzünder. Oh, die Dingerchen sind aber gefährlich. Ich meine, sind Sie denn überhaupt qualifiziert dafür, mit denen umzugehen? Ich weiß ja nicht, wie man überhaupt mit Sprengstoff arbeiten kann. Ich hätte viel zu viel Angst, mich in die Luft zu jagen. Darum arbeite ich ja im Büro. Obwohl, Schreibtischarbeit ist auch nicht so sicher, wie viele meinen. Kennen Sie beispielsweise diese Dinger, mit denen man Heftklammern entfernt? Diese Entklammerer. Hören Sie, Sie haben ja mein vollstes Mitgefühl, aber jetzt habe ich genug von dem Mist. Schön. Haben Sie Sprengzünder hier im Büro? Ich weiß nicht, ich bin neu hier. Genauer gesagt habe ich heute Morgen erst hier angefangen und ich habe noch keine Ahnung, was ich hier tun soll. Kennen Sie sich mit Buchhaltungssoftware aus? Klar. Ja, sicher. Welches Programm benutzen Sie denn? Nennt sich LINC. Der Typ, der das geschrieben hat, muss ein Wahnsinniger sein. Jedes Mal, wenn ich eine Datei abspeichere, läuft eine schräge Melodie und kleine Zeichentrickschweine tanzen dazu über den Bildschirm. Und wo liegt das Problem? Naja, eigentlich kein Problem. Ist nur nicht ganz das, was ich von einer professionellen Buchhaltungssoftware erwarte. Ja, finde ich gut. Das sollte ich auf Arbeit auch mal einbauen.
So. Komm her. Es gibt sonst nichts. Mann, ich geh jetzt in den Schrank und tschüss. Hey! Finger weg! Ist ja gut. Ist ja gut. Ganz leisure bleiben. Kombinieren kann ich da auch nichts, oder? Nichts, was Sinn ergibt. Gab's bisher überhaupt eine Kombinationsrätsel? Ich glaube nicht. Egal. Ich muss irgendwie an seinen hässlichen Scheiß da rankommen. Okay. Ist hier doch noch was ich vergessen habe? Pires Safe Monitor. Kommst du denn rüber hier? Fernsehgerät. Die Karte wollte ich mir ja mal angucken. Ich Depp, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Na komm. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City. Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Okay, das war wahrscheinlich wichtig. Das ist die Landkarte, die der General mir nicht zeigen wollte. Ist da gerade was angekommen? Mal gucken. Wie komme ich mit dieser Information jetzt weiter? Es gibt nichts, worüber ich im Moment mit ihm reden will. Komm, was völlig Unlogisches. Komm mit dem Höschen. Ich habe auch nichts Längliches mehr. Ist voll dumm. Ich finde es aber gut, was Längliches zu haben. Dieser Haken da vorhin. Aber naja, den musste ich ja leider wegbenutzen, sozusagen, ja. Oh, guck mal, ein kleines Rädchen. Wie süß. Oh. Es gibt nicht. Ich komme nicht an die. Ich versteh's nicht. Ich muss da irgendwie an diese Dreckschlaufe rankommen. Weil die Schlaufe könnte ich dann einfach, ich glaube, das ist doch richtig so, an den Truck ranbinden. Ich bin am Hängen und weiß nicht, was ich tun soll. Scheiße, bar. Ekelhaft, oh ja. Guck nochmal durchs Fenster. Ein verloren aussehender Bursche schläft auf dem Boden seiner Zelle. Das ist Miguel, der Flötenspieler. Truckst, das ist du, vollgestopft mit Sprengstoff, wenn man dem liebenswerten Paranoiker glauben darf. Erinnert mich an meine Zeit in Syrien, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Du, N, kannst du jetzt was zu sagen? Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Okay, ich rede schon mal mit dir, Horsti. Irgendeiner muss mir hier was sagen können, was mir irgendwie weiterhilft. Ich habe nichts mehr. Jetzt hänge ich hier tatsächlich fest. Das gibt's doch gar nicht. Du musst doch eine gute Idee haben. Ich muss mir Geld rausholen. Das ist auf jeden Fall erstmal mein Erstziel. Ich weiß jetzt, wo das Ding hinführt. Ich könnte also wieder nach oben zu der Tusse latschen oder so. Toll. Okay, mir ist das Spiel abgestürzt. Scheiße. So. Mann. Aber ich habe ja vor kurzem gerade gespeichert, das ist gut an der Sache. Ja, erzähl nochmal. Hallo. Ja? Ich habe keine. Ja, schön, danke. Dann nochmal mit Mann. Kann mir hier irgendeiner noch was sagen? Sie, verschwinden! Alles klar! Ach, die, was soll die mir hier nützen? Eigentlich nix. Von der Kürbisfrau konnte ich nichts lernen, außer wie man spuckt. Ja, hast du eigentlich recht mit.
Hier ist noch eine Frau. Noch die beiden Typen. Das habe ich ja gleich schon mal gesehen. Okay. Aber du bringst mich jetzt weiter. Du sagst mir jetzt den entscheidenden Hinweis. Mir jetzt den entscheidenden Hinweis. Gibst du mir jetzt. Der Typ sieht... Nein. Die Maisspucke-Keks. Ich kann auch nichts mitnehmen oder so. Eine Banane oder so ein Schrott. Ich bin ja Ossi, ich brauche eine Banane. Scheiße, gibt keine Bananen. Scheiße. Komm. Sie haben geändert Meinung? Wie viel? Keinen. When? Der hilft. Der Typ verkauft seine Waren nicht gerade mit viel Begeisterung. Ach nee. Okay, das war jetzt alles umsonst gewesen. Wir reden nochmal mit der Wache, weil ich weiß ja mittlerweile, dass ich kein braunes Formular bekomme. Vielleicht muss sonst will ich ihn eigentlich nichts fragen. Ja, schön. Viel mehr ist doch auch nicht, was ich tun könnte. Ich könnte jetzt natürlich, da ich die Information habe, könnte ich vielleicht was rausfinden, ja. Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Es ist eine Karte von Caramonte. Verrät die uns, wo Ubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teokulkan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Ubiers Pläne angeht. Eines ist sicher. Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Geile Axt. Endlich! So schnell kann's gehen, Mann. Ach, ey. Und statt gleich auf die Karte zu glotzen, du Depp. Ja, und raus. Na, Duane wird dir Augen machen. Hey, ich hab einen Sprengsatz. Cool, da haben wir es in die Luft. Bam. Ja. Na los, 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 los. Keine Zeit zu verlieren. Das ist der Zünder aus dem Büro der Bergbaugesellschaft. Ja. Ja, hier, so läuft es hier. Oh, nimm mal einen Sprengsatz, hol den mal aus dem Knast. Schön. So, Duane. Hallo. Hier ist der Zünder, Duane. Reden Sie etwas leiser, George. Oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. Alles klar. Miguel, Duane holt dich jetzt da raus. Mit einem großen Knalleffekt. Ah, das ist doch schon mal vielversprechend. Er kriegt da irgendwelche Faxe. Mach keine Faxen! So. Hey! Was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? Nö. Das Team von Cobra übernehmen sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein portionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Ich bin verloren. Oh, hi, Rinaldo. Da bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle. Sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er sie. Okay, alle schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Schön. Kluge Entscheidung, elender Norteamericano. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senor Stobart. Geh deine Waffe polieren, Rinaldo.